Nee. Kommt das Wort. Nee, kommt noch nicht. Okay. Hey, leck mich. Vorbereitet. Oh. Es marschieren 6. Hä, hey, Matteo? Hi, ich bin Hamu von Bonjour und diesen MSI Raider GE habe ich getestet. Mit einer 4090 ist das wirklich ein Top-Modell. Falls ihr das sehen wollt, Video in der Beschreibung. Und falls ihr die besten Angebote zu MSI-Laptops haben wollt, ist da auch ein Link für euch. Viel Spaß beim Video. So, Freunde, es ist Zeit für die Erklärung. Codenames. Und zwar, es gibt einen Ermittler und es gibt einen Geheimdienstchef und es gibt ein blaues Team und ein rotes Team. Okay, das haben wir alle gecheckt. So, dann kommt ein Brett mit 5x5 Karten und da ist überall ein Begriff drauf. Zum Beispiel Baum, Hase, Auto, was auch immer. Und es gibt den Geheimdienstchef, der diese Karten in verschiedenen Farben sieht. Also einmal in beige, einmal in rot, blau. Und eine schwarze Karte ist da auch versteckt. Der Ermittler sieht alles in beige. Der sieht diese Farbunterscheidung nicht. Und das Ziel deines Teams mit der zum Beispiel roten Farbe ist es, als Geheimdienstchef alle roten Wörter so für deinen Ermittler vorzubereiten mit einem Überbegriff, dass der Ermittler das herausfinden kann und deine Farben im Optimalfall antippt, ohne die gegnerische Farbe anzutippen und ohne die schwarze Niete anzutippen und ohne die beige Farbe anzutippen. Okay, Beispiel. Deine rote Karte ist Baum und Wiese. Wiese. Dann nimmst du Natur. Grün 2 so. Oder Natur 2. Ja. Ja? Yes. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht die Wörter irgendwie mit reinmischt, die blau sein könnten. Ja? Aber ja. Du kannst quasi einen Überbegriff finden, der nicht das Wort beinhaltet, der auch keine Metaebene beinhaltet. Also nicht sowas wie alle Wörter mit einem Umlaut oder sowas. Ne? Und dann gewinnst du. Das war actually sehr gut erklärt. Ich glaube nicht. Nee, Chat hat mitgeschrieben. Die haben das. Die haben alle mitgeschrieben. Ich habe das verstanden. Die machen später auch einen Test. Wir machen Abfrage. So, verstehen. Dann machen wir es jetzt so. Also, Geheimdienstchef ist nochmal der, der das Wort, das Codewort übermittelt, oder? Und Ermittler ist der, der es rausfinden muss, oder? Ja. So, Vlesko und ich sind jetzt die Geheimdienstchefs. Wir kriegen jetzt das Board mit unseren Wörtern. Chat, wie wollt ihr das? Der macht den Monitor aus. Ich mach doch, Chat hier zu. Ich darf doch gucken. Scheiße, wie mach ich denn hier Chat zu? Ja, mach mal einen wieder an jetzt. Danke. Ja. Also, wir machen es jetzt so. Aber Chat weg. Also genau, Chat weg. So, wir machen es jetzt so. Wir denken uns jetzt Wörter aus. Wie soll der Chat das denn sehen, Yannick? Sollen die mitraten können oder sollen die alles sehen? Das heißt, die sehen nicht, was wir machen und die müssen mitraten. Das ist funny. Ja. Das ist funny. Ich finde es ganz gut, wenn. Es wäre, glaube ich, aus Zuschauersicht cooler, ja, wenn man nur die Sicht von den Ermittlern sehen würde. Ja. Geil. Aber Chat machen wir trotzdem weg. Ja. Tschüss, Chat. Ja. Ist mehrkostenfrei. Dann könnt ihr die Chats einfach so wegdrehen. So, ja. Das sind so. Maluna. Na? Du kannst den Chat einfach so wegdrehen. Bong. Tschüss, Chat. Was kommt? Bong. Muss jetzt noch nicht machen, erst wenn ihr dran seid. Ich fühle mich jetzt schon sehr einsam. Okay, können wir starten? Ja. Wie viel Zeit habe ich, um zu überlegen? Welche Farbe bin ich? Ich bin blau, ne? Ja. Okay. Fange ich auch an? Nee, du bist dran. Ich fange an. Also wir haben, also wir können ja alle uns schon mal die Wörter angucken. Wir haben Indien, Holland, Schoner, General oder General, je nachdem. Zwerg, Gehirn, Gericht, Siegel, Auflauf, Wirbel, Matrose, Läufer, Elfenbein. Page, Gitter, Pass, Dame, Lauf, Schirm, Oktopus, Pech, Bild, Bayern, Dracula und Grund. Aber die Wörter sind voll okay. Manchmal gibt es so ganz komische Wörter auch. Ich merke mal in Codenames, wie beschränkt mein Vokabular ist irgendwie. Ne? Also, jetzt hier, da geht's. Hier geht's ja. Hier ist aber manchmal gibt es echt Wörter, wo ich mir denke, was bedeutet das? Da sind auch so ganz wilde Länder oder Städte dabei, wo ich so denke, okay, wie soll ich das mit irgendetwas verbinden? Ja. Bei Schoner, also es gibt doch nur die Schoner zum Beispiel fürs Knie, ne? Beim Inline-Skate. Ja. Fuck, das ist so voll das, was schwer, ich schon Schoner kenne. Könnt ihr einmal F11 drücken, bitte? F11? F11, ja. Da sieht man den Dings nicht. Was ist? F11, aber wirklich nur die Tasse. Oh, ich hätte gerne deine Wörter, Mann. Das ist doch Quatsch. Doch? Mm-mm. Voll gerne. Ich muss hier nachdenken. Ich bin auch immer, ich bin ganz schlecht als Geheimdienstchef. Immer wenn ich bei Vlesk mitspiele, spiele ich immer nur Ermittler. Ja. Weil ich krieg so Mental Breakdown, wenn ich Geheimdienstchef bin. Ich glaube, mir macht mir kein gutes Wort einfällt. Und ich weiß, und das ist immer das Schlimmste, ich weiß, im Chat, die haben schon das hyper, super, mega Wort gefunden und ich komme nicht drauf.
Und dann denken die im Chat alle, oh Mann, ist sie dumm. Da, da kriege ich immer Mental Breakdown. Ja, aber ich verstehe, was du meinst, aber nein, Chat denkt nicht, dass du dumm bist. Doch. Nein. Das ist auch okay. Dafür sorge ich. Eins gegen eins Hauptanruf. Aber ich finde, ich habe auch dann immer so ganz dieses, ganz oft so dieses auf dem Schlauch stehen. Und dann, wenn du das gute ja, Wort klar. dann gesehen hast, denkst du, na klar, warum bist du denn darauf nicht gekommen? Ne? Ja, ja. Darf man so Wörter zusammenbauen? Ich mache mal ein Beispiel, okay? Kann, ich sag das Wort zum Beispiel Gelddrache. Wäre ja, das nee, 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 wenn nee, das Wort nee, nicht das gibt, Wort dann nicht. Das gibt's ja. Okay, nee, gibt's denn Gelddrache? Was ist denn ein Gelddrache? Das ist Quatsch. Das ist ein Drache, der Geld liebt, wie bei Hobbit. Kennt ihr den Drachen? Ja, genau. Das ist der Gelddrache. Also Parkbank wäre okay, weil gibt's ja. Was für eine Bank wäre okay? Parkbank. Parkbank? Ja. Noch nie gehört. Eine Parkbank? Eine Bank zum Sitzen, du Troll? Ah, du bist ja mal im Team, habe ich schon gehört, ja. Ja, okay. Und hier wollte ich direkt trollen, Alter. Ich wollte mich direkt hier reinlegen. Scheiße. Google mal ganz kurz, ob es ein Wort gibt, das ich mir überlegt habe. Jetzt. Ja, darf man googeln? Ja, ich will nur wissen, ob das Chiri existiert. Chiri. Ich will ja nur wissen, ich will von Chiri. Euch Hallo, nichts hören jetzt. Die hier aus die, Verwarnung. Frag doch einfach. Verwarnung. Nee, darfst du nicht, darfst du nicht. Verwarnung. Darf ich nicht, dann weißt du ja, ja, natürlich gibt es das. Alles okay, easy. Das ist die erste gibt's Verwarnung, das ich sag's, ist es. Ja. Schreibt mit Chat, die erste. Also natürlich gibt es das, aber ich gucke natürlich trotzdem. Oh. Ah, jetzt erfindet er wieder Wörter, alles klar. Ich bin gerade ausgedacht. Muss ich kurz gegenchecken? Mhm. Ja. Hey, hör mal auf zu googeln jetzt, das ist illegal. Das ich google gar nicht. Du musst mit deinem eigenen Wissen hier gewinnen und nicht mit Google-Wissen. Ja. Ist ja unmöglich. Team Rot will direkt bescheißen. Du kannst nichts dafür, Maluna. Ich halte mich. Marcel, ich sag dir jetzt schon mal, das wird schwierig. Okay. Oh, jetzt kommt Christian wieder mit seinen Seehandel. Okay. Handel, okay. Erstmal Matrose, See. So, vier! Okay. Vier? Vielleicht, also. Da, Läufer, Elfenbein. Also, vielleicht? Ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung. Ich lass das mal. Elfenbeinküste. Passage, Gitter, Pass, Dame, vielleicht Bayern und Oktopus. Ein Oktopus ist auch im Wasser, wird gehandelt. Es gibt auch Seen in Bayern. Ja, yeah, aber was? Wo ist der Handel? Den, also in Bayern handeln die auch. Ja. Mit Brezeln. Vielleicht den, den deutschen Pass handeln. Warte mal. Hier, ich verkaufe. Hier, Wirbelauflauf. Also guck mal, Matrose klingt für mich sehr eindeutig nach Seehandel irgendwie. Ich weiß nicht, ich spüre den Matrosen. Der hat sie gespürt. Den habe ich... Dann machen wir was. Lassen wir das einfach dabei. Gehirn. Okay, warte, irgendwie. Wo kann man denn handeln? Vielleicht mit Indien so? Vielleicht so. Wird da gehandelt? Irgendwie? So jazzige Musik gerade mit. Laufschirm, Oktopus, Grund. Also in der, an der Elfenbeinküste ist auch See, so Wasser, so küstig. Und dann ist da eine Küste. Und also. Und Oktopusse kann man auch am See. Mache ich jetzt einfach, was ich denke, was ich mache? Ich mache jetzt mal. Stark. Und dann mache ich jetzt auch so. Einfach engage. Und dann mache ich jetzt klar. auch. Also Holland ist mir eher so rätselhaft. Ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Holland überhaupt markiert habe. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich mag Holland. Das Feeling. Holland ist fürs Feeling markiert. Ich beende. Weißt du was? Ich beende jetzt. Drei direkt. Fuck. Die haben die ganz schön stark was? Vorgelegt jetzt. Das ist, Oh ja, das Ding ist, ich weiß überhaupt nicht, wie Matteo denkt. Nee, ich weiß das selber kann nicht, ich gar nicht. Ich glaube, Matteo weiß auch nicht, wie Matteo denkt. Was der jetzt hier geben wird. Der ist gefüllt. Sehr gespannt. Echt? Boah, geil. Mhm. Oh, da ist so weiße Schokolade drin. Mhm. Boah, warte mal, sollen wir euch auch haben? Scheiße. Wie denkt Matteo? Das sind so Momente, wo ich gerne in den Chat gucken würde. Aber ich habe Monitor ausgemacht. Ich hab Durst. Ich will den mit der Weißen. Hol dir doch aus der Küche was zu trinken. Das tue ich jetzt auch. Tu das. Trinken ist wichtig, Chat. Auch ihr. Stay hydrated. Ein Schlückchen Wasser hat noch niemandem geschadet. Glaube ich. Ich sag das mal so, als wüsste ich's. Woher soll man denn wissen, wo die mit der Milchschokolade sind? Oder welche Mann, das sind? Das ist zum Kotzen. Das geht hier nichts zusammen. Die Verzweiflung steigt. Das Schlimmste ist, ich muss mich richtig zusammenreißen, nicht so zu Matteo rüber zu lunzen. Seine Gesichtsausdrücke dann zu sehen, da darf ich nicht hingucken dann. Das wird man gespoilert. Vielleicht.
Aber wahrscheinlich würde ich auch nur die Verzweiflung in seinen Augen sehen. Aber anfangen ist, glaube ich, auch immer strong. Weil wenn du anfängst und dann gut vorlegst, Schäden. Dann müssen die anderen immer nachziehen. Das ist auch immer so das, was mich bei Codenames immer so ein bisschen triggert. Hm. Dass, wenn du anfängst, hast du immer einen Vorteil. Außer du scheißt halt richtig rein, aber dann bist du auch selber schon. Nee, das ist scheiße. Muss ein Wort wieder wegmachen. Das ist scheiße. Ich, lass mal low anfangen mit 2 oder ja, so. Ja, kein Druck, Matteo. Wir kommen okay, übers Late Game. Okay. Jetzt ist das unser Wort, was ich nicht kenne. Ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe keine Ahnung von Fußball, ja? Ich will es nur mal ganz kurz erwähnt haben. Boah! Du guckst doch Anime, oder? Ja. Guck Blue Lock. Ja, habe ich auf meiner Liste. Ich guck gerade Spy Family. Blue Lock. Wenn ich das fertig habe, dann gucke ich Blue Lock. Ja, das ist richtig gut. Ich bin kein Fußballfan, aber ich habe gehört, dass der richtig cool sein soll. Der ist richtig cool. Ja. Ich hatte auch nichts mit Fußball am Hut, aber. Der ist auch so ein bisschen so. Also, die spielen nicht nur Fußball, sondern die sind übel krass, ne? Die sind übel krass. Die sind ultra krass. Die werden auch ultra krass. Okay. Spy Family. Ja, oh, da kommt das Wort. Warte, nee, komm noch nicht. Ist noch loading. Ich denke mal, er schickt noch nicht. Aber das ist gut, dass Blesk und Matteo diesmal nicht zusammenspielen, weil die haben wirklich, die teilen sich die Gehirnzellen. Das Mann! Ist ganz aber das, nee, Kutscha und ich, aber Matteo ja, und ich denken überhaupt nicht. Ja, aber nee, du, Matteo auch, das ist, so, ihr seid warte, ähnlich. Warte. Sind beides Männer. Entschuldigung. Ja. Okay. Ich hoffe, dass mein Gehirn jetzt... Wir sind beide Super-Recognizer nämlich, ne? Wir sind Super-Recognizer, ja. Stimmt. Matteo, beam dich auf meine Wellen, ja? Ja, ich... Hier, Frequenz. Stell sie ein. Okay, das kann man hinkriegen. Oh Gott, das Wort kommt. Es kommt. Biss. Biss 3. Bei Biss fällt mir natürlich sofort... Der gute Dracula auf. Das ist schon mal ein Safe Guess, vielleicht. Bei Biss fällt mir ansonsten noch. Junge, ich guck mir die Wörter an, da fällt mir gar nichts auf. Grund macht keinen Sinn, glaube ich. Bayern hat nichts mit Biss zu tun. Bild hat nichts mit Biss zu tun. Wenn man Pech hat, wird man gebissen. Aber ist ein Stretch. Ein Schirm. Schirm irgendwas mit Biss zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Hat Lauf irgendwas mit Biss zu tun? Ich glaube nicht. Hat eine Dame kann von Dracula gebissen werden. Aber es ist ein Stretch. Ein Pass hat nichts mit Biss zu tun. Glaube ich. Gitter hat Biss, wenn man reinbeißen würde. Aber macht keinen Sinn. Eine Passage hat gar nichts mit Biss zu tun. Kartoffelgitter sind echt lecker. Gitterkartoffeln heißt die. Ja, true. Aber das macht jetzt hier auf mich zu verwirren. Sorry. Manuna, stopp. Passage, nein. Ein Läufer, der hat nichts mit Biss zu tun. Ein Wirbel, auch nichts mit Biss zu tun. In Auflauf kann man reinbeißen. Der kann auch Biss haben, der Auflauf, wenn er nicht so schwammig ist. Ein Siegel hat nichts mit ein Gericht. Wenn man jetzt ans Essengericht denkt, das kann auch Biss haben, aber dann würde ich eher für den Auflauf gehen. Aber es ist halt auch ein Stretch. Ein Gehirn kann keinen Biss haben, meiner Meinung nach. Ich hoffe auch nicht, dass irgendjemand in Gehirn reinbeißt. Ein Zwerg, der hat bestimmt einen starken Biss, oder? Vielleicht. Macht keinen Sinn. General, kein Biss. Schona, kein Biss. Holland, kein Biss. Indien. Okay, ich bin... Also erstmal bin ich safe auf Dracula. Wenn es das nicht ist, dann stimmen die Längen schon nicht von Matteo und mir. Okay, alles gut. Ja! Ja, die anderen sind halt... Also ich glaube, das mit Pech ist Quatsch. Da habe ich ja Blödsinn gelabert. Die Frage ist, denkt Matteo dann, dass das einen Auflaufbiss haben kann? Manchmal sagt man das nicht manchmal so bei Gerichten, dass die so Biss haben? Oder ist das Quatsch? Bilde ich mir das ein? Boah, finde ich voll schwer. Bis 3. Eine Dame. Ist das nicht so dieses, dass Dracula immer so Frauen beißt in den Hals oder so? Damn, Dracula. Finde ich irgendwie schwierig. Hier ist jetzt kein Wort mehr drin, wo ich direkt sage, euer Biss, das passt. Ich glaube, es ist übel der Gamble, ob ich jetzt auf Auflauf oder Dame drücke. Es kann beides Biss haben. Glaube ich. Weiß ich, übersehe ich irgendwas bei Biss? Ich habe immer so an Biss haben gedacht. Biss.
bis. Ich glaube nicht, Alter. Boah, ist übel der Gamble, worauf ich drauf drücke jetzt, ne? Kann halt auch, eins von den beiden kann halt auch das schwarze Wort sein. Und dann ist over. Das ist ja naheliegender. Dass eine Dame gebissen wird? Ich glaube, es ist naheliegender, dass Matteo vielleicht denkt, ah, Dracula und Dame, die wird gebissen, als dass ein Auflaufbiss hat. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich drücke jetzt auf die Dame und es kann sein, dass ich inte. Ja! Ich habe nicht geintet. Oha! Okay, das ist wild, ja. Weil ich war mir da nicht so sicher mit. Aber ich bin mir übel unsicher mit der 3. Grund-Bayern-Bild. Pech. Denkt Matteo, dass ein Auflaufbiss haben kann? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Die Frage ist, wenn ich jetzt auf 2 ende, sind wir dann schon zu weit hinten, um das noch aufzuholen? Biss. Gibt es noch irgendwas, wo man hier reinbeißen kann? Ein Gericht. Aber halt auch in den Auflauf. Auch in den Zwerg beißen. Man kann in viele Dinge reinbeißen, wenn man. Scheiße. Boah, ich schwanke zwischen Gericht und Auflauf, aber ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube halt, wenn ich jetzt so auf gut Glück auf was raufdrücke und das eventuell rot oder schwarz ist, ist es schlimmer, als wenn ich einmal Raten beenden mache und mir das einfach merke. Ich bin mir sehr unsicher jetzt, was noch Biss hat. Ja, wir kommen übers Late Game. Ich mache lieber Raten beenden. Okay, es war aber gut. War sehr, sehr gut. Sehr gut. Dass ich auf was Schwarzes war. Sehr, sehr niemals gut. Auf Dame gekommen, ne? Boah. Kann man sich Notizen machen? Was irgendwo? Für Pommes? Er hat schon. Mhm. Oh, jetzt habe ich noch mehr Hunger auf Pommes. Okay. Ist Pommes nicht so Biss. Ich lass Holland einfach nicht los. Also Indien schon mal, also da, ich kenne jetzt weniger Pommes, ne? General, Zwerg, Gehirn, Gericht ist ein Gericht. Ne? Gibt es Pommes Auflauf? Gut, dass ich nicht auf. Läufer. Was? Gitterpommes? Was? Lauf. Schirm, Pech, Bild, Bayern. Sohn. Gibt es in Holland Pommes? Ist es das? Komm mal, wir machen jetzt erstmal die Gitterpommes. Mm, stark. Pommes, das habe ich vorhin sogar noch gesagt, Gitterpommes, ne? Mm, und Gericht. Ich sticke jetzt mit Holland. Nee, mache ich es? Mache ich es nicht? Ich bin halt immer so impulsiv, ne? Wir überlegen ganz kurz noch. Also, warum verbinde ich Pommes mit Holland? Schoner, General. Aber bei Holland muss ich mal an diese Holzschuhe denken. Kennst du die? Diese Holzschuhe. Ist das nicht so Holland-Ding? Diese Holzschuhe? Ich weiß das nicht. Ich muss mal an was anderes denken. Wenn ich Sie, hey, was meinst du, Maluna? nix. Die schönen Krachten in Amsterdam und so. Richtig, Amsterdam. Das ist so eine sehr schöne Stadt. Auflauf, Wirbel, ist es actually wirklich? Passage, Pass, Lauf, Schirm, Pommes-Schirm, Laufschirm, Pech, Bild. Pommes, Lauf. Lauf, Pommes. Lauf, Pommes, Pass, Pech, Bild, Bayern, Grund. Grund-Pommes, Passage-Pommes, Pommes, Gehirn. Passage-Pommes. Holland. Oh, es ist Holland. Ey, Mann, die seid aber auch krass aber, gut. Aber ist Holland so ein Pommes-Ding? Keine Ahnung. Irgendwie ist es in meinem. Also, ich habe jetzt auch Holland wirklich genommen, weil ich schon beim. Ja. Beim Wort davor einfach dann gedacht habe. Und die so, sind die so Kartoffeln, mögen die Kartoffeln auch so mit Pommes und so, ja? Vielleicht ist es so ein Gericht dort. Ich weiß es nicht. Irgendwas ein. Stark. Ich darf noch nichts sagen, leider. Achso, ranwenden, Entschuldigung. Das ist stark. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht auf Gericht gedrückt habe, weil ich glaube, wenn ich gedrückt hätte, hätte ich eher auf Gericht als auf Auflauf gedrückt. Was ist denn mein anderer Biss? Wird man in Indien gebissen von irgendwas? Ich weiß es nicht. Biss. Was hat er noch? Ein Auflauf kann halt schon Biss haben, aber ich weiß nicht, ob Matteo das auch so als so Redewendung kennt. Sehr knuspriger Auflauf dann auf jeden Fall, ne? Ja, aber also, ja. Aber guck mal, du kannst ja auch so einen Kartoffelauflauf machen, wo die Kartoffeln so richtig weich und matschig sind. Oder mit Biss. Oder du machst einen Kartoffelauflauf, wo die Kartoffeln noch so Biss haben, weißt du? Mhm. Das ist so mein Gedankengang. Ich verstehe. Das Es ist nicht einfach. Oh mein Gott. Oh, es wird spannend. Der Kartoffelauflauf greift an. Ist ja voll episch jetzt, wow. Das ist die epischste Codenames-Runde ever. Blaise, guck du mal bitte. Ist das ein Wort, was erlaubt ist? Das überprüfe ich gerade mal auf Google. Biss. Das gibt das Hey auf Google. Die ganze Zeit. Der macht Karibikurlaub! Der macht Karibikurlaub einfach.
So ein Hund. Was? Es hat so extrem wenig Hits. Extrem wenig Hits. Ich glaube, es ist kein Wort, aber okay. Ich denke. Nein. Ich denke, nee, so will ich nicht. So will ich nicht gewinnen. So will ich aber nicht. Okay. Dass da auch Läufer. Also, es hat irgendwie so 1000 Hits oder so. Ja, okay. Nichts. Das ist auch wild. Läuferlauf. Läufer muss ich an Schach denken. Mhm. Was fällt mir da? Ja, Dame ist auch drin von Schach, so ein bisschen, ne? Stimmt. Wenn man. Und Gehirn? Oh. Das ist das hier so. Halo. Halo. Jagermusik. Death Note Musik. Oh. Beautiful. Oh. Aber Halo Soundtrack ist auch einfach so episch. Das ist so. Ja. Cool. Schön. Das ist ja wie so eine. Wie heißt die Dinger, wo man so reinpustet? Kazoo? Ja, die hatte man als Kind manchmal so. Hm. Bong. Banjo Kazooie. Bong. Ich will immer Chat lesen, aber ich darf nicht. Ich auch, ich habe die ganze Zeit so, oh, was Chat wohl gerade sagt, was Chat wohl gerade sagt. Ich bin so chatsüchtig, das ist unglaublich. Aber das und ich will dann dauernd so kommentieren, was ich jetzt verbinden muss, aber ihr sitzt halt daneben, ist ein bisschen scheiße so. So, ja, man muss die ganze Zeit Mund halten. Ja. Aber Chat ist halt auch irgendwie so mit das Geilste am Livestreaming, finde ich. Definitiv, das ist alles, was... Dass du so immer dieses Instant-Feedback hast und dass du auch, wenn irgendwas lustig ist, dass die Leute so mitlachen. So. Deswegen sind YouTube-Videos so schwierig, finde ich. Ja, das kann ich auch gar nicht, das finde ich auch voll uninteressant. So, weil ich da... Da rede ich ja nur mit mir selbst. So. Deswegen finde ich es so voll schwer, so, wenn du mit dem Stream anfangen willst und dann so reingehen, weil wenn du noch keinen Chat hast, ist es deutlich schwerer, irgendwie so Content zu machen, finde ich. Weil du so viel mit dem Chat arbeiten kannst. Ich empfehle immer da mit Freunden einfach anzufangen zu streamen, dass man da so Gruppen macht, dann hat man immer ein Gespräch. Wenn du mit jemandem Voice sitzt, so, dann quatschst du eher. Ist das ein legales Wort? Ey, was für Wörter versucht Matteo da gerade an? Legales Wort? Ja, klar. 100 okay, Pro. Okay. 100 Pro. Jetzt kommt das legal zu. Ja, doch. Also das. Mach Google zu. Ich höre schon wieder Google. Der Mann schreibt zu viel. Was ist denn mein Biss? Nee. Nein? Okay. Warte. Wo fast hättest du mich damit gehabt? Ja, warte. Imagine, du hast so Indien und Bayern und musst das irgendwie verbinden. Ja, oh mein Gott. Gibt es irgendwas, was das verbindet? Vielleicht irgendwie Dialekt oder so? Ich wurde reingelegt. Weil in Indien gibt es ja auch so viele verschiedene. Oder Akzent oder so. In Indien gibt es sehr viele. Ah, in Indien gibt es viele verschiedene Dialekte, ja, true. Ich weiß nicht, ob es Dialekte sind oder wirklich richtig verschiedene Sprachen, die in Indien gesprochen werden. Oh. Das ist so der Unterschied zwischen Indien als Land und Indien als Subkontinent, glaube ich. Okay. Fancy Wörter. Jetzt kommt das Wort. Mann, ich muss wieder mit so zwei machen. Aber das war doch bei Stetschek, oder? Wo wir so, wo es um Hindi ging. Ja, genau. Hindu. Wo ist eigentlich Lukas? Da ist er. The man of the minute. Hast du noch eine Schokolade? Ja. Ja. Im Ausland. Boah, ich muss auch, ne? Fangen. Hätten wir das mal beim Dodgeball-Turnier gemacht. Fangen. Achso, der Matthäus ist beschäftigt. Ja, ich musste nur wieder Ich wollte was fragen. Hättest du auch beim Dodgeball mitgemacht? Oder wäre das hätte nicht ich so gerne. Ich musste am Donnerstag jemanden vom Flughafen abholen. Okay. Das darf ich ja nicht nehmen, weil das Wort ja selbst drin ist. Ey, ich verzweifle. Ich hoffe, die machen nochmal irgendwie so ich würde auch voll cool finden, so Volleyball. Ja. Übel cool finden. Thank you. Mach unser eigenes. Machst mit? Was denn? Dodgeball-Turnier. Klar, bin ich dabei. Sehr gut. Aber ich habe einige verletzt, nicht aufs Gesicht. Schlüsselbein. Ja, aber es war weniger als möglich gewesen, wäre, um ehrlich zu sein. Das war schon heftig. Und dann machen wir Kanalwette, wer sich als erstes bespricht. Ach du. Stopp. I volunteer. Stopp. Okay. Okay. Nee. Kommt das Wort. Nee, kommt noch nicht. Okay. Hey, leck mich. Scheiß drauf. Marschieren. Das ist Marschieren 6? Hä, Matteo? Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie viele Wörter du meinst. Alle. Toll. Er meint alle. Alle. Nee. Aber die Frage ist, meint er mit 6 jetzt wirklich alle oder war das ein Toll? Weil das ist jetzt sehr schwer einzuschätzen wahrscheinlich. Ich glaube, er denkt, dass wir finishen nächste Runde. Ja, aber ihr habt 3 Wörter nächste Runde, also es ist schon möglich, ne? Ja. Aber das ist tut mir leid, also, nee, alles gut. Ich arbeite mich einfach voran. Ein General hat auf jeden Fall was mit Marschieren zu tun. Safe. Zwerge können theoretisch auch marschieren. So, wenn die so jetzt in den Krieg ziehen oder so mäßig. Ja. Herr der Ringe, ne?
Braucht man auch ein Gehirn, tatsächlich. Zum Marschieren? Ist das so? In Indien wurde bestimmt auch schon mal reinmarschiert und du solltest vielleicht eine Rüstung tragen, also auch so Schoner und sowas. Ah, alles klar, Maluna. Wenn du da irgendwie halt, ein Siegel draufsetzt, und dann kann man bei einem Läufer sagen, dass der auch marschiert, im weitesten Sinne. Weil der läuft halt. Aber marschieren ist ja auch laufen. Er passiert auch eine Strecke, weißt du? Lauf oder Läufer? Passt beides. Man kann durch einen Pass marschieren. Und durch eine Passage kann man marschieren? Oh, es wird immer schlimmer. Das geht gar nicht. Ich drücke mal auf General, weil wenn es General nicht ist, haben wir eh verloren. Okay, super. Kannst du durch Bayern marschieren? Ja, man kann durch sehr viele Dinge durchmarschieren. Die Frage ist halt, denkt Matteo, dass ein Zwerg marschieren kann? Aber ich finde es schon legit so. Wenn ich denke, es ist halt schwierig. Ne? Ich bin verwirrt von der 6. Und die Frage ist halt auch, drücke ich noch auf den Auflauf vom Biss? Oder lasse ich das? Ich habe immer so ein Wort, was safe ist, so wie Dracula jetzt rund. Und dann bin ich so, marschieren. Man braucht auf jeden Fall einen Grund zum Marschieren auch. Ja. Aber ich klicke halt einfach gerade alle Wörter an. Dann das ganze Brett nehmen. Eigentlich finde ich, Läufer macht schon Sinn. Weil ein Läufer läuft, aber eigentlich ist Laufen auch Marschieren. Und Marschieren ist Laufen. So ein bisschen. Vielleicht. Ja. Yeah. Deswegen klicke ich da jetzt drauf. Scheiße. Okay, ist nicht schlimm. Ich habe eher gedacht, Läufer ist safer als Zwerg. Aber apparently not. Aber es war, ich hatte viele Möglichkeiten. Ne? Aber es ist ein weißes. Also es ist noch nicht alles verloren. Und es ist unmöglich, dass Vlesk jetzt ein Dreierwort findet. Nee, hat er davor noch nie geschafft. Macht er jetzt. Hat er noch nie geschafft. Es ist schon immer schwerer am Ende, wenn man macht er nicht. Nicht mehr die besten Zusammenhänge hat. Marschieren. Bereit. Bereite mich vor. Mental. Vielleicht wäre es wirklich die Passage oder so gewesen. Man kann ja schon durch. Puh. Man kann halt auch durch einen Pass marschieren. Kann auch mit einem Schirm durch einen Wirbelsturm marschieren. Ich bin immer so kurz davor, massieren zu sagen, anstatt marschieren. Vielleicht ist es ja. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht meint er auch massieren und hat sich verschrieben. Ja. Das war's. Ey, es tut mir leid, Matteo. Wir müssen die Verbindung erst herstellen. Das geht voll auf meine Kappe. Okay. Du musst einfach. Du musst machen, weißt du? Selbst wenn es die schwarze Karte ist. Einfach machen. Einfach machen. Einfach reinmarschieren. Einfach engagen. Ja, ich denke nicht, dass wir finishen können. Deswegen. Das ist gut. Ja. Okay, lass uns noch eine Chance. Schwefel. Die Musik. Oh Gott, ey. Hochdramatisch. Schwefel. Schwefel und Pech oder sowas. Ist das nicht eine Redewendung? Mm-mm. Nee? Nee, hab ich noch nie gehört. Du hörst auf zu reden, aber sofort. Ich hab's nicht so mit Redewendungen. Das ist immer so ein ganz großes Problem. Dann Lauf, Schirm, Schwefelschirm, Passageschirm, Wirbelschirm, Zwerg, Auflauf, Siegel, Schoner, Gehirn, Indien, Pass, Bild, Bayern, Lauf, Schirm, Grund. Ah. Schwefelwirbel? Was ist denn das zweite? Was ist es? Bayern, Schwefel, macht man, es gibt eine Schwefelfabrik? Oder in Indien? In Indien? Ist da Schwefel vielleicht eine Ressource? Vielleicht. Harvesten die das da? Kann man das Schwefel harvesten? Oh, ich habe alles mit Milchcreme. Schirm, Grundsiegel, Schwefelsiegel, Schwefelschoner, Schwefel. Schwefelauflauf. Mmh. Lecker. Der hat keinen Biss. Yum, yum. Der hat keinen Biss. Also Pech ist es auf jeden Fall. Das ist das Erste, was mir einfällt. Okay. Dann. Schlag. Schwefel und Gehirn? Ist in unserem Gehirn Schone. Valid question. Siegel. Auflauf. Wirbel. Zwerg. Eine Passage. Ein Schirm. Lauf. Ein Schwefelschirm über der Erde. So, weißt du? Ja. Ja, doch. Ein Bild. Ich sehe, was du meinst. Bayern am Grund. Es sammelt sich am Grund, weil Schwefel ist bestimmt irgendwie schwer und so. Ich höre auf. Das ist okay. Ganz okay, Spaß. Okay. Dann mache ich jetzt safer vielleicht. Es
2 gegen 5. Darf ich Sachen... Ich darf nichts sagen. Na? Ist das hier legal? Ist das legal? Ich hab noch einen Biss über auch. Ich weiß, denke nicht, ich aber... Nicht überhaupt. Doch. Vielleicht 5. Ja? Ich denke, hier hast du mehr... Ja, wobei... Gibt's das? Ich würde sagen, wie kannst kann du... Wie kann man sich da bei jedem Wort fragen, ob es das überhaupt gibt? Ja, ich würde sagen, das ist okay. Du wirst jetzt sehen, warum ich mich frage. Ich werde sehen. Okay. Ich denke, es ist okay. Ich sehe es jetzt. Ich habe Durchblick. Was? Landbesitzurkunde, Matteo. Landbesitzurkunde. Das ist ein normales Wort, jetzt komm. Bis marschieren und Landbesitzurkunde. Ja, denk mal. Ja. Ja, denk mal. Denk doch mal jetzt. Was soll ich denn hier denken? Zum Beispiel ist auf einer Urkunde immer ein Siegel drauf. Vielleicht. Und ein Land ist auch Indien, aber Bayern auch. Das ist echt die Verbindung zwischen Land, zwischen Bayern und Indien, oder? Ist Bayern ein Land schon, oder? Bundesland. Bundesland. Ja. Und Indien ist ein Land. Land. Hm. Das ist jetzt die Frage. Wenn man eine Landbesitzurkunde hat, dann hat man Grund gekauft. Vielleicht. Junge, das ist ja ganz wild. Eine 3 haben wir. Also Siegel, finde ich, macht Sinn, weil das ist so Urkunde, da denkt man auch so, dass da ein Siegel drauf sein kann. Wenn man eine Landbesitzurkunde hat, dann hat man Grund gekauft. Und das ist jetzt halt die Frage, was das Letzte vielleicht ist. Also vielleicht Indien wegen Land, vielleicht Bayern wegen Bundesland. Besitz könnte auf Pass hindeuten, aber weiß ich nicht. Ist ein Gamble und Urkunde. Eine Urkunde. Vielleicht braucht man da noch ein Bild. Was lachst du da hinten so? Vielleicht auch nicht. Ja, auch irgendwas. Also ich bin mir, ja, Lukas ist ja die ganze Zeit am Schmunzeln. Oh. Auf zu lachen! Ich bin dumm! Also ich klicke jetzt auf Siegel wegen Urkunde. Und wenn es das nicht ist, Matteo, dann sind wir nicht gesinkt. Perfekt, wir sind gesinkt. Das war der Beweis. Das Problem ist, ich weiß nicht, was das Problem ist, aber es gibt ein Problem auf jeden Fall. Klicke ich auf Grund. Ich finde, das macht schon Sinn, Grund. Weil wenn ich so man sagt ja auch zu einem Land, was man hat, so dass man Grund gekauft hat, dass man Grund besitzt. Deswegen klicke ich da jetzt rauf. Ja! Und das ist es nämlich auch. Trau hammermäßig. Einfach, ja, was deine ist, Intuition. Was ich immer noch nicht raffe, ist, was mein drittes Biss ist. Wirklich nicht. Da bin ich immer noch auf dem Auflauf. Was anderes macht für mich keinen Sinn. Und marschieren. Was hatte ich denn letzte Runde noch von marschieren? Das Ding ist, marschieren ist ja... Jetzt bin ich halt wieder auf dem Laufen, ne? Weil ich ja auch dachte, es ist der Läufer. Aber ich finde, es macht schon Sinn, weil wenn man marschiert, dann läuft man ja. Lauf. Aber Lauf kann auch sowas vom Gewehr sein oder so. In Auflauf ist auch Lauf drin. By the way. Was für den Auflauf sprechen würde auch. Oh, marschieren. Ich muss halt eigentlich noch irgendwas anklicken. Glaube ich. Aber es sind halt die Chance, dass ich ein schwarzes anklicke, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ist halt auch höher mittlerweile. Es wird ja einen Grund haben, warum Matteo Landbesitzurkunde geschrieben hat. Weil er Land reinbringen wollte, weil er will, dass ich auf Bayern oder Indien klicke. Und ich glaube, also ich meine, Bayern ist ein Bundesland. Und Indien ist nur ein Land. Also vielleicht ist es Indien. Ich klicke auf Indien. Ist okay. Alles klar. Scheiße. Ist okay. Ah! Ist okay. Damn it! Ich dachte, das Land ist so das... Nee, ist okay. Alles was da jetzt noch so mir den Ausschlag geben soll. Sollte ich schon Bayern? Bayern? Dann Zwerg. Pass. Schirm. Oder ist das jetzt wieder dumm?
Also, ich mach mal jetzt. Hey, bei euch war bisher gar nichts dumm, Maluna. So, lass mal überlegen. Rüstungsschirm, so, habe ich noch nie gehört, ne? Aber gibt's irgendwas anderes, was man mit Rüstung verbinden kann? Zwerg? Nee. Auflauf? Nee. Wirbel? Nee. Gehirn? Nee. Pass? Nee. Bild? Bayern? Wird in Bayern Rüstung? Irgendwas mit Rüstung? Gehirnschützen mit einer die Rüstung? Rüstungsfabriken in Bayern. Pass, Lauf, den Lauf rüsten? Passage rüsten? Ich mach das jetzt. Oh. Okay, wir sind nochmal dran. Guckst du in den Chat? Ja, ich hab hier aber dann kann Matthäus sehen. Wir haben ja eh nur noch ein Wort, also es gibt ja nichts mehr, was... Rüstung. Ah ja, aber brauchen wir jetzt trotzdem nicht in den Chat full, gucken. Du hast ja noch ein Wort. Also, ja, du hast schon recht, aber... Lena, du musst jetzt Full Risk gehen. Ey, Full Risk, Full Reward jetzt. Glaub an uns. Wir machen jetzt den Run. Wir kommen übers Late Game. Jetzt ist Late Game. Jetzt zählt's. Ich frag mich immer noch, was mein Biss ist. Ich glaube, ich muss halt auch einfach auf Auflauf drücken. Ich glaube, at this point muss ich. Geht auch Bock jetzt auf so einen schönen Kartoffelauflauf? Nutella-Glasdeckel 3. So Nudelauflauf. Oh ja, und so Brokkoli und so. Schon. Ja, Mann. Das wäre was. Landbesitzurkunde ist auch ein ganz wildes Wort. Ist mein Land Bayern? Vielleicht. Weil, warum sollte da sonst Land drin sein? Ich glaube, Matteo wollte, dass ich auf ein Land drücke und hat halt gegambelt, dass ich halt vielleicht eher auf Bayern drücke als auf Indien. Aber Indien ist halt für mich mehr so Eierland. Bayern ist ja nur ein Bundesland. Richtig. Ja. Ja. Aber die wären vielleicht auch gern so unabhängig. Ja, safe. Ich mache ja eh mal ihr Ding. Weil was anderes, ich sehe sonst nicht, warum es Land drin wäre. Wenn ich hier nicht gleich noch auf Bayern drücke auch. Was war denn mein zweites Rüstung? Hirnrüsten? Denkst du, der Söder wäre gern Kaiser von Bayern? Schirm war das. Bayerisches Kaiserreich? Der Kaiser von Bayern, der muss dann so mit verbundenen Augen Brezel backen können und so Weißwurst essen können oder Weißwurst zuzeln. Und so Bier eingießen können mit verbundenen Augen. Zuzeln heißt das in Bayern. Was? Ja, du kannst so eine Weißwurst quasi aus der Haut raussaugen und das heißt zuzeln. Zuzeln. Zuzeln? Zuzeln. Zuzeln. Zuzeln, ja. Die Bayern, die denken sich mal ihre eigenen Wörter aus. Ich weiß nicht, was ist da ganz. Das ist so Schwefel in der Luft vielleicht. Das ist so bayerisches Superpower quasi. Schwefel. In der Luft. Schwefel in der Luft. Ist das Wort? Wirbel? Weil Luft von Wirbel. Ja, oh Gott, oh Gott. Macht gar keinen Sinn. Mein einfach lang muss Bayern sein. Ich bin so gespannt, was das letzte Wort ist. Ja, das Land ging wirklich nur um den Grund. Bubidubidubububub. Landbesitz besitzt man Grund. Vielleicht verfahre ich mich auch hier gerade. Grund hattest du ja, Bayern. Ja, ich frage mich halt, warum das Land da drin ist. Wenn. Besitzurkunde. Das ist kein Fehler machen. Urkunde war das Siegel. Konzentrier dich. Besitz. Mach ja, bloß keinen Fehler jetzt. Ein Gehirn. Wenn man Glück hat. Pass bloß auf. Ist auch ein Bildbesitz und dann passt so. Sei bloß vorsichtig. Ja, genau das. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig, Matteo. Gibt's das? Nee, das ist kein Wort. Nee. Gibt's dieses Wort? Geldtaucher gibt's nicht. Biss. Warte. Ich nehme noch meinen Biss auch über meinen ein. Codenames, da ist wirklich, da braucht man Gehirnkapazität. Big Brain. Die habe ich um die Uhrzeit gar nicht mehr. Ich habe aber auch gestern bis um 2:30 Valorant gespielt. Ich war ich hatte warte, so ganz kurze Frage. Wenn ich 2 angebe, darfst du noch ein drittes einfach so raten, ja, oder? Das ist korrekt. Genau. Okay. Wieder nach Valorant? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können halt Valorant nur zu 4 spielen, weil wir keinen 5. PC haben, oder? 2, 3, 4. Schön Valorant. Weiß auch nicht, ob Valo so das geile LAN-Game ist. Das stimmt wohl. Ein bisschen unschillig vielleicht auch. Willst du wirklich Valorant mit einer fremden Maus spielen? Oh, nee, das... Wo die Maus hier ist geil. Was ist denn das für eine? Meine hat nämlich so Aussetzer immer zur Zeit. Ich darf nur Rocket machen. Ich kenne nichts anderes als Rocket. Steht Klatsch drauf. Vielleicht klatscht man mit der Maus besser. Die Valo-Klatsches. Ich hatte so unbefriedigende Games gestern, wirklich dass ich mich aufhören konnte und nein immer noch eins gekillt habe, bis ich eins gewonnen habe. Und dann war es 2:30. Auf einen Win noch. Und dann habe ich gesagt, ach, ist die Uhrzeit das Problem ist das Problem von Zukunftsbar. Ich würde gerne so machen, so, ich, das und dann, dass sie trotzdem noch mehr raten darf. Weil weißt du? So das geht ist nicht. Ja. Das geht halt nicht und das ist das Problem. Ja. Das geht halt nicht. Das ist das Problem. Ja, nee, geht nicht.
Ist aber ein bisschen Mitleid haben, ne? Ihr habt angefangen. Sie will das oder das hier nehmen, das ist das Problem. Ne, ich meine, das geht technisch halt nicht. Technisch. Kennst du die Jugend von heute, kennt SpongeBob? Ja. Okay, ich muss Metagame. SpongeBob läuft doch immer noch, oder? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab ewig kein Fernsehen mehr geschaut. Also ich bin immer noch... Weißt du nicht, ob die Fernsehen gucken noch? Lukas keinen SpongeBob kennt, also gar nicht. Nee, aber der müsste doch eigentlich auch so in dem Alter sein, oder? Lukas? Ja, dass man so SpongeBob früher... Ja, ich glaube, er durfte nicht. Oh. Das ist unlucky. Ich hatte irgendwann, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren ich den gekriegt habe, so einen ganz kleinen, grauen, dicken Röhrenfernseher in meinem Zimmer drin. Ich bin mal unter einem Röhrenfernseher. Ich würde dazu gerne einen Tipp hier reinschreiben. Erstickt? Ja, ich habe als Kind, so, ich war 5 oder so, habe ich mich mal an einen geklammert und dann ist er auf mich gefallen. Das ist gefährlich. Das erklärt einiges heute. Mhm. Mann, da hattest du so Luft, wie heißt es, CO2-Mangel so. Und dann wird das Gehirn nicht versorgt und dann sterben Gehirnzellen ab. Ja, das... Ja. Deswegen guckst du keine Filme. Oh, das ist traurig. Sehr traumatisches Erlebnis mit dem Röhrenfernseher. Seitdem guckt Mazat keine Blockbuster mehr. Ich wurde auch 3-mal hochgeworfen, aber 2-mal gefangen. Also es ist So, also keine Ahnung, ich schicke das jetzt einfach ab. Er schickt es ab, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier gleich reinkommt. Schick einfach ab, komm. Das Fax, das kommt an. Schickt es ab, ich bin so gespannt. Jetzt ist so ich sag nichts, ich sag erst was, wenn es reinkommt. Man lebt nur einmal. Mann, das ärgert mich so, aber... Okay. Aber da habe ich ja schon ein Wort jetzt im Auge. Weil eine Passage ist ein Durchgang. Oder? Jo. Nee, ein Pass ist ein Durchgang. Warte mal. Also so ein Pass, man kann ja... Oh, scheiße. Ist ein Durchgang. Eine Passage. Die Frage ist, ist eine Pass... Nee. Ah, ein Pass, so... In den Bergen oder so, ist ja so ein Durchgang. Aber eine Passage? Ich glaube, eine Passage ist kein Durchgang tatsächlich. Irre ich mich? Passage. Was ist denn die Definition? Was ist denn ein anderes Wort für Passage? Weißt du, ich sehe das Wort und denke, ich weiß, was es bedeutet. Und dann denke ich drüber nach. Und dann weiß es nicht. Kommt Passage nicht von passieren? Etwa ein etwas passieren? So? Habe ich was anderes für Durchgang? Lauf? Nee. Auflauf? Nee. Wirbel? Nee. Zwerg hat auch nichts mit Durchgang zu tun. Ich hätte Bock auf einen Gorgonzola. Oh, ich bin richtig lost. Scheiße. Der wäre jetzt Pass sick. Oder Passage? Ich glaube, beides könnte man als Durchgangswort. Aber als ob du Pass und Passage hast. Beide Karten. Boah. Pass oder drücke ich auf Passage? In meinem Kopf ist halt eher ein Pass, ein Durchgang, so ein Bergpass. Mhm. Aber meiner Meinung nach kann man dazu auch Passage sagen. Ich drücke auf Pass. Ich mache es kurz und schmerzlos. Es war kurz und schmerzlos, aber es tut auch weh. Aber es war kurz, immerhin eins. Okay. Scheiße. Oh. Aber ist ein Pass nicht ein Durchgang? GG. Weißt du, was das Krasse ist? Du hast Passage alle Wörter richtig gesagt. Und zwar bei Auflauf bis, da kamst du drauf und es war Auflauf. Ja, und Bayern war auch das Land. Das Land. Und dann die Passage ist ja Durchgang. Und dann wollte ich nur noch Durchgang Passage machen und dann hatte gehofft, dass du vielleicht einen anderen nimmst. Aber du hast schon mega gut geraten. Scheiße. Ich habe auch schlecht connected. Warum habe ich zuerst auf Pass gedrückt? Ich hätte erstmal Bayern machen sollen, wegen dem Land. Genau, Bayern Land und der Auflauf bis war so gut gedacht, weil das war genau das, was ich dachte. Du willst auch voll Bock auf so Nudelauflauf. Ja, ich auch. Das ist halt so eine Sache, ob du das so kennst, dass man so sagt, okay, ein Gericht hat bis so. Wusste ich nicht, das war genau die richtige Denkweise. Du hast Dracula, Dame und Auflauf connected mit Biss. Und es war genau die drei Wörter, die ich wollte. Aber das habe ich oft bei... Ich habe das oft bei Codenames, dass ich zu viel drüber nachdenke und dann unsicher werde. Ich muss einfach, okay, das ist das Wort, das klinge ich an und dann nehme ich... Bundesland, okay, naja, schon logisch. Aber man kann nicht Bundeslandbesitzurkunde schreiben. Das geht nicht durch. Das war wie bei meinem ersten Wort. So, ich habe Seehandel gemacht und Mazat hat einfach alle vier direkt angeklickt. Und dann so lange drüber nachgedacht. Alle vier waren... Holland war auch richtig. Holland habe ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht angeklickt, ne? Hast du nicht. Aber ich glaube, Rotterdam ist so der größte Hafen Europas, oder? Aber was hat Holland irgendwas mit Pommes zu tun?
Ja, Holland, ich glaube Holland, also Niederlande und Belgien sind beides so Kartoffelländer. Okay. Nee, tatsächlich, ich war ja voll auf dem, also das war ja nicht mal schlecht, ich war auf dem richtigen Weg, ich habe halt einfach nur die falschen Wörter zuerst angedrückt, so. Das war ja nicht schlecht. Nee, du hast auch alle richtig hergeleitet und auch gesagt. Ja. Ja, aber es halt, ich hab die so kompliziert connected, dass auch, ich dachte selber so, ich würde das gar nicht drücken, das ist viel zu risky. Aber tatsächlich hätte ich einfach auf Bayern zuerst geklickt, anstatt auf Indien. Und erst auf Passage und aber, guck mal, dann vielleicht genau, auf Passage. Als du Indien gedrückt hattest, dachte ich, okay, bleibt nur noch Bayern übrig, dann willst du das aber Land nehmen. Und dann dachte ich, bei Auflauf, wann du noch bist, dann dachte ich, ich mache nur Durchgang für Passage. Aber das ist halt blöd, weil es passt auch noch da. Ich habe einfach die falschen Sachen. Ohne Scheiß, da fucking gut analysiert. Es war nicht so schlimm, wie ich dachte tatsächlich. Ich habe sogar Rückrunde. Du hast immer so über den richtigen gehabert. Es war nicht schlecht. Rückrunde, oder? Oder nicht? Ja. Okay, wir tauschen jetzt aber ihr. Macht jetzt das Wort und wir laraten sozusagen, oder? Kann man das switchen? Ja. Oh, und Rüstung Zwerg war, also... Rüstung Zwerg? Zwerge sind ja so Fantasy, immer so Schmiede und sowas. Und die sind viel in Minen. Nee, und Schwefel ist ja auch, holt man auch aus einer Mine raus. Nee, das war komplett daneben. das war nicht... Wie tausche ich denn jetzt hier? Ich drücke auf weitere Partie spielen und dann gehen die anderen beiden auf Geheimdienstchef. Das ist mein worst nightmare. Smart. Denken wir diesmal darüber nach. Ich werde jetzt so krass mein Gehirn benutzen.